Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über 10 interessante Fakten über die Luftfahrt. Also, los geht's! Fakt Nummer 1 ist, dass der Kapitän und der erste Offizier, also der Co-Pilot, während des Fluges verschiedenes Essen bekommen. Das ist eine Sicherheitsbestimmung, da wenn das eine Essen schlecht ist, dass nicht beide Piloten gleichzeitig ausfallen. Verschiedene Airlines haben sogar Regulierungen, dass man während eines Aufenthaltes in einem fremden Land noch nicht mal dasselbe Restaurant besuchen kann. Aber das sind alles die Sicherheitsbestimmungen von einer Airline. Fakt Nummer 2 ist, durch die Höhe des Fluges und den verschiedenen Druck ist es so, dass die Geschmacksnerven und das Geschmacksempfinden eines Menschen um bis zu 25-30% reduziert wird. Das ist auch der Grund, warum viele Menschen an Bord eines Flugzeuges Tomatensaft trinken, obwohl sie auf dem Boden den Tomatensaft überhaupt nicht mögen. Fakt Nummer 3 ist, an einem Tag gibt es ungefähr 200.000 Flüge. Fakt Nummer 4, da es diese 200.000 Flüge täglich gibt, zählt das Flugzeug als eines der sichersten Verkehrsmittel auf diesem Planeten. Sicherer ist eigentlich nur die Rolltreppe oder der Aufzug, aber versuchen Sie mal in dieser Geschwindigkeit in die Karibik zu kommen mit einer Rolltreppe oder mit einem Aufzug. Fakt Nummer 5 ist eigentlich die Geschwindigkeit. Ein Flugzeug in Reiseflughöhe fliegt bis zu 800 km pro Stunde. Außerdem genießen Sie bei dieser rasanten Geschwindigkeit auch einen super Ausblick von ungefähr von 10 bis 12 Kilometern Höhe. Dabei liegt die Außentemperatur bei mindestens minus 55 Grad Celsius. Fakt Nummer 6. Ohne Englisch geht nichts. Wir Piloten und die Fluglotsen oder die Leute, die am Boden für das Flugzeug zuständig sind, müssen alle Englisch sprechen, da wir zum Beispiel deutsche Piloten auch ins Ausland fliegen und es würde dann schwer sein, sich überall auf Deutsch zu verständigen. Deshalb hat die Internationale Organisation für Luft- und Raumfahrt gesagt, Englisch ist die Sprache der Luftfahrt. Fakt Nummer 7. Ein Drittel aller Flugplätze oder Flughäfen befinden sich in den USA. Fakt Nummer 8 ist, dass Flugbegleiter oder das ganze Flugpersonal eine Mindestgröße von 1,60 Meter hat. Das hat mit der Sicherheit zu tun und die Gepäckfächer in jedem Flugzeug sind auf einer Höhe von 1,60 Meter. Da jeder Flugbegleiter das notwendige Notfallequipment im Falle einer Evakuation unbeschränkt herausnehmen kann, muss der Flugbegleiter mindestens 1,60 Meter groß sein. Fakt Nummer 9. Der Captain ist der absolute Boss im Flugzeug und keiner darf das Flugzeug betreten ohne seine Erlaubnis. Auch die Polizei darf nicht einfach hinkommen und sagen, boah, wir gehen jetzt und checken euer Flugzeug. Davor müssen sie von Flugbegleitern gecheckt werden, also heißt, die Ausweise müssen kontrolliert werden und der Kapitän muss der Polizei erlauben, das Flugzeug zu betreten. Fakt Nummer 10 ist, dass Piloten ungefähr eine Hälfte weniger arbeiten als jeder reguläre Mensch. Bei einer 40-Stunden-Woche arbeitet ein regulärer Mensch ungefähr 1900 Stunden im Jahr. Wir haben eine Flugregulierung, die besagt, dass wir maximal 900 Stunden im Jahr arbeiten dürfen. Dieses ist wiederum geregelt, ein Maximum von 100 Stunden pro Monat. Heißt, wir haben mindestens 3 Monate Urlaub. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Es war ein bisschen informativ. Es waren einfach meine 10 Fakten über die Luftfahrt, die ich euch gerne mitteilen wollte. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, klickt auf den Abonnenten-Button. Es ist kostenlos. Ihr würdet mir dabei sehr helfen. Und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen interessanten Video. Also, bis später.
She got the perfect imperfections. I know this girl that picks a blessing. I feel the need to tell the whole world, cause I know some girls who miss the message. I wish to keep it going just us. I wish these nosy hoes were just us. I got dreams to share just with you. You and I got that golden touch. You got like the perfect flaws. You look like you deserve it all. I can see that.